Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Wie man unschwer erkennen kann, ist es endlich soweit. Dark Souls 2 ist draußen. Heute, wenn ich aufnehme, ist der Release-Tag, denn ich habe es gerade eben erst bekommen. Und ja, ich bin unglaublich heiß auf das Spiel. Einfach mal, jetzt einfach rein und los. Ich habe es kurz schon mal gestartet, damit es Speicherdaten erstellen konnte und Informationen abrufen und kalibrieren, was immer das bedeutet. Ja, auf jeden Fall hat ein bisschen gedauert. Ich bin froh, dass ich es jetzt vor der Aufnahme gemacht habe, sonst hätte sich das jetzt ein bisschen gezogen. Oh, ich bin so aufgeregt. Dark Souls 2, endlich mal wieder ein Souls-Spiel, das so richtig fordern wird. Das Spiel speichert automatisch, wie auch schon seine Vorgänger es taten. Ich muss mein Mikro richtig hinstellen. So, so geht das doch. So. Ich glaube, ich werde auch den Sound ein bisschen lauter machen. Runterkalibrieren kann ich später immer noch. Im Video dann. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr die Lautstärke-Einstellung seht. Bandai Namco Games, From Software. Herr Vogg. Warum installierst du Bioshock Infinite? Erstmal Start drücken. Da, es kalibriert schon wieder und wir sind auf dem Spielserver. Ich glaube, es dürfte sogar funktionieren. Ich bin gerade online im PSN. Ja, es funktioniert. Ich schätze mal, dass wir jetzt irgendwie online spielen können, aber ich habe es wirklich, wirklich, wirklich geschafft, mich fast überhaupt nicht von diesem Spiel spoilern zu lassen. Das heißt, die Chancen stehen recht gut, dass ich zum einen zigmal sterben werde, zum anderen, dass wir sehr viel Neues erfahren, Informationen zum Beispiel. Nein, wir erfahren keine Informationen. Stattdessen, starten wir jetzt einfach mal das Spiel. Und ich... Oh! Charaktereinstellung, Moment. Helligkeit einstellen, bla bla bla. Blut machen wir ein wenig aus. Ich persönlich mag ja in Dark Souls das wenig Blut, weil sie das Blut dann so schwarz färben, was ziemlich dämonisch aussieht. Da ich jetzt nicht weiß, wie es in Dark Souls 2 aussieht, lassen wir es einfach mal ein. Untertitel will ich auf jeden Fall anhaben. Man kann das HUD verbergen. Das ist cool. Immer anzeigen, immer verbergen. Machen wir mal automatisch. Verbergen, immer verbergen. Machen wir mal immer anzeigen, wie ich es gewohnt bin. Helligkeit. Die Flamme muss sichtbar sein, der Drache unsichtbar. Ich mach mal so. Oh, Kamera. Die habe ich eigentlich immer recht gern hoch in diesen Spielen. Stärke. Die Stärke der Vibration. Okay, das lassen wir mal so. Kamera-Autokalibrierung. Ja, ne? Wenn die Kamera die Wand berührt, ja, das will ich haben. Filmeffekte während des Angriffs anpassen. Okay. Neues Autoziel, wenn er fast das Ziel stirbt. Ja, das will ich auf jeden Fall. Automatischen Gegner anwenden im Nahkampf ohne Zielerfassung. Das ist praktisch. Sprungsteuerung konfigurieren. L3. Kreis. Ich werde mal auf Kreis stellen, weil ich mal davon ausgehe, dass das wie in... dass es dann funktioniert wie in Dark Souls. Oder L3. Was war denn L3 in Dark Souls? R3 war anvisieren. Hatte L3 überhaupt eine Bedeutung? Ich lasse es mal auf Kreis. Die Lautstärke dürfte so eigentlich passen. Online-Modus wird gestartet. Ich bin echt gespannt, wie der Multiplayer funktioniert. Ich habe mich ja, wie gesagt, nicht spoilern lassen, aber ich weiß, dass sie was verbessert haben. Versucht haben. Intro. Ich bin mal kurz still. In a dream. A murky, forgotten land. Where souls may mend your ailing mind.
you will lose everything. Once branded, the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Darf ich jetzt wieder? Oh mein Gott, ich hab grad Gänsehaut. Und anscheinend eine riesige Keule. Meine Fresse. Was ein Intro. Wenn das Spiel schon mit so einem Intro losgeht. Oh, kommt da was? Kommt da was? Mir fällt gerade auf, ich konnte gar keine Klasse auswählen. Tatsächlich, ich kann keine Klasse auswählen und wir sind in dazwischen. Ach, hier steht. Ach so, ich wollte gerade sagen, irgendwie sieht das komisch aus, aber es gibt hier auch wieder die Geister anderer Spieler. Ich kann mein Gesicht nicht sehen. Keine Waffen, keine Items, keine Zauber, keine Seelen. Und ich sehe einen alten Bekannten aus Demon's Souls wieder. Eine halbierte HP-Leiste. Wahrscheinlich wieder einen Counter. Menschlichkeit vielleicht wieder? Okay, was haben wir hier? Ausrüstung. Oh.
Ein neues Skillmenü. 3 Waffen pro Hand, 4 Ringe, what the fuck? Importierte Hose, importierte Manschetten, Tunika, Gürtel. Es gibt Gürtelslots, es gibt 2 Slots für Pfeile, 2 Bolzen, gut, das ist nichts Neues. Traglast ist auf 35,3%. 4 Ringe. 4 Ringslots, das ist heftig. Was ist der Counter da drüben? Was ist das für ein Zähler? So viele Fragen. Hier sieht man immer. Man sieht endlich mal direkt, was sich ändert, wie sich was verbessert, welche Resistenzen. Das gefällt mir gerade verdammt gut. Was wiegt wie viel? Was hat wie viel Haltbarkeit? Und das direkt im Ausrüstungsmenü. Das Inventar. Wir haben das Finstersymbol, den schwarzen Trennkristall. Stellt Verbindung zu anderen Welten wieder her. Schickt andere in ihre Welt zurück. Ah, okay. Und euch in eure. Es könnte jetzt sogar sein, dass ich schon... Nee, ich habe anscheinend noch keine Waffen. Ich habe mir den DLC, also diesen Bonusinhalt, den man mit der Black Armor bzw. mit der Collector's Edition bekommt, schon runtergeladen. Das sind 5... Moment, was steht auf dem Zettel? 5 Waffen und 5 Schilde. Spezieller Bonus-Content für Vorbesteller oder so. Ich habe mir natürlich die Collector's Edition gegönnt, was vielleicht niemanden überraschen wird. Was haben wir hier? Karten? Oder? Ach nee, das werden Zauber sein. Pfeile, ja, zu Schlüssel. Okay. Dann haben wir Spielerstatus. Okay. Was ist denn Beel? Ach, Belastbarkeit, okay. Kondition, Zauberstärke. Anpassung? Erhöht verschiedene Attribute, um zu leben. Ach, das ist, was vorher Resistenz war, okay. Geschicklichkeit, Zauber. Das heißt also, die Traglast und sowas ist jetzt wohl nicht mehr, ist nicht mehr in der Kondition mit drin. Oh, das heißt, das muss man jetzt extra leveln. Das könnte kritisch werden noch. Spielerinfo? Ich bin ein Bettler. Okay, hier fängt man so standardgemäß mit Bettler an. Und hier sehe ich, in was ich wie viele Skillpunkte gesteckt habe. Okay. Nachricht verfassen, gelesene Nachricht. Ah, okay, kann ich noch nicht. Optionen, Optionen, Optionen. Okay. Ah, da ist die Rolle. Die gute alte Rolle. Ich bin auch mit der Kamerageschwindigkeit. Ja, doch, die Kamerageschwindigkeit ist super so. Wir laufen durchs hohe Gras. Hoffentlich kommt kein Pokémon. Also die Inszenierung hier finde ich auf jeden Fall schon mal overepisch. Kann ich schon zuhauen? Ja, kann ich. Mit beiden Händen. Parieren geht auch. Heftiger Angriff. Kann ich meine Faust in beide Hände nehmen? Ja, kann ich. Was sind das? Wow! Leave me alone! Ich dachte kurz, das greift mich an. Ich bin übrigens schon sehr gespannt, wie der Boss diesmal versuchen wird, mich zu töten. Ich gehe natürlich mal wieder stark davon aus, dass man hier im Tutorial wieder sterben wird. Wie sich das gehört. Und ich kann die Knochen zerstören, wenn ich drüber laufe. Das Rascheln des Grases ist ganz schön laut. Gehen wir einfach mal weiter. Bisher noch keine Tutorial-Nachrichten und nichts. Wundert mich ein bisschen. Ich gehe aber stark davon aus, dass ich hier schon den Tod stürzen kann. Dementsprechend lieber mal Vorsicht. Safety first. Will ich hier rein? Will ich? Ich werde fast müssen. Wie ist das jetzt mit dem Springen eigentlich? Ja. So funktioniert es wie in Dark Souls. Das ist vielleicht auch das Beste so. Ist da hinten irgendwas? Ich bin natürlich jetzt schon auf der Suche nach irgendwelchen Secrets, auch wenn ich nicht glaube, dass es hier schon großartig was zu finden geben wird. Aber man weiß ja nie. Ich finde das interessant, dass man keine Klasse mehr auswählen kann. Das könnte das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger machen. Und diese halbierte HP-Leiste da oben macht mir auch extrem Sorgen. Öffnen wir mal die Tür. Seems to be the ruckus. Oh my, your face.
The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Ich habe das Gefühl, das Spiel erzählt sich ein bisschen mehr als seine Vorgänger. Es gibt ein bisschen mehr Storymäßiges. Wie lautet euer Name? Natürlich lautet mein Name, wie allseits bekannt sein dürfte. Erstmal suche ich hier die blöde Großschreibtaste. B. B. A. Und das O. Pagu heißen wir natürlich. Wie sich das gehört. Seid ihr euch eures Namens sicher? Ja. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back. Deep into your past. Yes. It's an effigy of you. Ach so, ich dachte kurz, dass so eine schwangere Frau darstellen. Es irgendwie so dick war. Ich war mal dick. Ah, jetzt kann man die Klasse auswählen. Okay, dann gucken wir doch mal. Klasse, was haben wir denn? Wir haben den Krieger, kampferprobter Krieger, sehr stark und geschickt, enorme Waffenerfahrung. Ritter, umherziehender Ritter, TP und Anpassung hoch, kaum zu bezwingen. Schwertkämpfer. Hochbegabter Schwertkämpfer, kämpft anmutig mit starken Waffen in beiden Händen. Bandit. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Ein gnadenloser Gesetzloser, sehr geschickt, erfahren mit den Bogen, zielt aus jeder Distanz. Der Kleriker, der wahrscheinlich... Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt deutlich nützlicher wird als in Dark Souls. Vielleicht gibt es ja mal wieder ein paar offensive Wunder, wie damals in Demon's Souls. Kleriker auf Pilgerreise, hoher Wille und Wunder leiten ihn. Zauberer, wissensreicher Zauberer, wirkt Zauber mit hoher Intelligenz und Einstimmung. Einstimmung ist auch ein Wert, das habe ich gar nicht mit. Den habe ich irgendwie gar nicht gerissen. Oh, das sieht ganz gut aus. Weitgereister Erkunder, nicht sonderlich stark, hat aber viele Objekte. Und der Bettler, nackt und unbekannt. Hand der Herkunft, hat nichts zum Kämpfen außer seinen lebensbejahenden Leib. Tatsächlich, der hat nicht mal eine Keule diesmal. Oh, was nehmen wir denn? Also ich schätze mal, dass der Erkunder wieder so eine Rundum-Klasse ist wie in Demon's Souls, der Adlige. Auf jeden Fall hat er einen Ring. Kann ich mir den angucken? Ja, kann ich. Nein, kann ich nicht. Was ist denn diese Einstimmung? Die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Hier steht aber auch nichts von Einstimmung. Ich würde natürlich gerne den Zauberer nehmen, weil ich prinzipiell gerne Zauberer spiele. Ich weiß noch nicht, ob das hat auch irgendwas im Rucksack. Das ist prinzipiell so eine gute Idee. Okay, dieses weiße Ding da, das haben sie anscheinend alle. Ich würde mir gerne die Items angucken, um zu wissen, was das alles ist. Ich meine, ich sehe ein paar bekannte Sachen. Das Reparaturpulver, den Prismastein, aber sonst...
Und vor allen Dingen will ich wissen, was das für ein Ring ist. Wobei ich auch sagen muss, als Zauberer sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass das Spiel vielleicht später rein ein bisschen zu leicht werden könnte. Das will ich vermeiden. Wir nehmen den Schwertkämpfer, das mit diesen beidhändigen Waffenkämpfen habe ich in den vorherigen Spielen noch nie so wirklich intensiv betrieben. Das könnte mal ganz lustig werden. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich in diesem Spiel hier durchkomme, ohne viel zu sterben. Von dem her, Gabe. Nichts, ein Lebensring. Dieser alte Ring erhöht die TP leicht. Ach, das ist doch der Windsring, Windswesenring. Menschenbild, ein vertraut wirkendes Abbild, lässt Hüllen wieder leben. Okay, das sind hier wohl die Menschlichkeiten. Heilstoffe, diverse Objekte, die Gift heilen und TP wiederherstellen. Wichtig für jeden, der Drang-like bereist. Ach, dann ist dieses weiße Zeug Heilung. Okay, scheinbar gibt's die Estus-Flakors nicht mehr. Heimatknochen lässt euch zum letzten Leuchtfeuer zurückkehren. Riesenbaumsamen. Ein Samen des Riesenbaums, nicht essbar. Asketenleuchtfeuer. Wirft dies in ein Leuchtfeuer, um die Kraft von Feinden in eurer Nähe zu erhöhen. Oh, versteinertes etwas. Ein schlichter Steinklumpen, eventuell eines Tages hilfreich. Jetzt bin ich gerade ein bisschen zwiegespalten. Das hier wirkt sehr mysteriös und das hier aber auch. Ich gehe mal davon aus, dass man wieder alles auch im Spielverlauf finden kann. Wisst ihr was? Wir nehmen das versteinerte etwas. Zurücksetzen. Charaktererstellung abschließen. Nee, abschließen will ich noch nicht. Wir haben ja noch den Körper. Geschlecht. Wir sind männlich. Körperbau. So, jemand, der so grazil mit zwei Waffen kämpft, hast eigentlich irgendwas, was ein bisschen eleganter wird. Ganz gut, das hier ist extrem fett. Ah, ein bisschen muskulös. Das hier, glaube ich, passt ganz gut. Fette Waden. Ja, ich denke, wir nehmen das hier. Und die Figur. Ach, mager oder muskulös? Ja, wir nehmen mal das bisschen magerere. Aussehen. Herkunft. Gibt's da wieder den lustigen... Da ändert sich nichts. Wenn ich jetzt zurückgehe? Nee. Doch, jetzt. Ja! Da ist es alles. Ich denke, wir bleiben dabei. Ändert sich das jetzt echt erst, wenn ich zurückswitche? Das ist ungünstig. Okay, was nehmen wir für eine Frisur? Nehmen wir doch mal hier so ein bisschen was. Wobei dieser Strubbel-Look sieht eigentlich schon ganz gut aus. Haarfarbe. Nehmen wir was Vorgefertigtes und zwar. Ich glaube, im Dark Souls Expert hatten wir orange Haare. Ah, jetzt switcht es auch um. Jetzt sehe ich das. Nehmen wir hier einfach doch mal in so ein. Gibt es irgendwas, was ein bisschen mehr ins. Wir könnten natürlich auch so ein dämonisches Grau nehmen. Passt ja zu dem Spiel eigentlich ganz gut. Aber dadurch sieht er so alt aus. Nee. Nehmen wir die hier. Augenbrauen. Ah, jetzt switcht das auch um. Wenn ich es auswähle. Es dauert alles nur ewig, bis es geladen hat, habe ich das Gefühl. Die hier sehen doch ganz gut aus und Augenbrauenfarbe. Nee, Moment, die sehen so buschig aus. Die sahen hier jetzt gerade nicht so buschig aus. Nehmen wir mal die hier. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen länger dauern, aber hey, Charaktererstellung braucht halt seine Zeit. Auch wenn sich der Charakter wahrscheinlich eh die ganze Zeit im Untotenstatus befinden wird und dementsprechend nicht viel von seinem Aussehen übrig bleiben wird. Das bleibt mal bei vielleicht so ein bisschen... mehr ins rötliche Sorg. Augenfarbe. Nehmen wir ein schönes blaues Blau, würde ich sagen. Das sind so krasse Blautöne. Nehmen wir mal das hier, aber mit weniger Blauanteil. So, das sieht doch gut aus. Einen Bart. Oh, wir können einen Bart tragen. Oh ja, ich will diesen Schnurrbart. Ich will diesen Schnurrbart. Oh ja, oh ja, er braucht definitiv einen Bart.
Schade, dass es hier keinen Ingolenzbart gibt. Aber das hier geht schon in eine gute Richtung, ja. Ja, ich will einen Bart. Tätowierung. Oh. Ha, Drache ist natürlich cool. Tätowieren wir uns. Wo kommt die Tätowierung dann hin? Jetzt sagt, die ist schwarz. Wo bist du jetzt tätowiert? Halt. Da an der Wange. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Was gab's da jetzt noch? Ne, den Drachen, der passt auch ganz gut. Und dann aber in einem schönen dunklen Schwarz, würde ich sagen, aber es sieht so bleich aus. Das hier vielleicht. Dann würde noch bleicher. Wenn es ein bisschen ein kräftigerer Schwarzton wäre, würde das ja echt. Würde das echt noch eine Ecke besser aussehen. Vielleicht mal testweise ein kräftiges Rot. Das ist kein kräftiges Rot. Das hier ist ein kräftiges Rot. Ja, aber das brennt einem Pink. Neon-Pink, genau. Vielleicht in so ein Blau. Das zu lila wird. Wenn ich das Blau hier nehme, bleibt er dann blau? Nee, dann wird er trotzdem lila. Wenn ich das Blau nehme? Ah! Was ist das für ein Blau? Wie geht? Ich bin ja an sich ein Fan von Grün. Ich sehe nur. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Mit einem helleren Grün, das ist jetzt wieder so ein strahlendes. Ja, genau. Ich blende dir alles aus dem Gesicht grün. Nur sowas. Das wird so weiß. Wenn, dann vielleicht doch wirklich eher das hier. Auch wenn es mir echt besser gefallen würde, wenn es noch eine Ecke dunkler wäre. Ja, komm. Oh, Moment, hier, Deckkraft. Ah. Kann es aber auch heller machen. Es ändert sich wieder nicht. Ich stelle es mal auf volle Kanne dunkel. Hat sich. Nee, es lädt noch. Ich kann nichts bewegen, also lädt es noch. Dann gehen wir mal zurück in Aussehen. Na, komm. Das Spiel scheint hier am Anfang noch so ein bisschen seine Ruckler zu haben. Ich hoffe, das wird noch mit einem späteren Patch ein bisschen behoben. Das ist jetzt schon wieder viel zu kräftig. Das geht. Das nehmen wir, das sieht ganz cool aus. Erweiterte Einstellungen. Gesamterscheinung 1. Alter. Oh Gott, was kann man hier bitte alles... Meine Güte. What the fuck? Wir können das sogar von der Position her noch ändern. Was gibt's denn noch für Positionen? Ach so. Wir können's... Hey, dann kann man das ja echt überall hinmachen. Hm, ich hätte da vielleicht eine coole Idee. Wie weit... Es bewegt es sich wieder nicht mehr. Wo ist es hin? Komm wieder her! Tätowierung, kommst du her? Ich glaube, ich muss das so tickweise machen. Genau, und dann jetzt noch weiter nach links. Ach, ich kann nur entweder links oder hoch. Oder wie? Nee, jetzt geht's. Und dann nochmal wieder ein bisschen weiter nach rechts. Damit es nicht so komisch über die Nase drüber geht. Ja, das hat was. Vielleicht noch ein Tickelchen nach oben. Na, dann sieht man ihn nicht mehr. In der Haare. Nee, das machen wir, das gefällt mir. Größe kann man auch noch einstellen. Das ist eh noch sehr klein. Das passt aber von der Größe her eigentlich. Winkel. Farbe, Tätowierung, was man hier alles einstellen kann. Farbe. Ach, hier könnte. Ah, okay, hier kann man dieselben Einstellungen nochmal machen. Na gut, so weit wollen wir es jetzt auch nicht übertreiben. Ingolenzen. Also, Klein-Ingolenzenbart. Das Drachenauge. Ja, das gefällt mir. Das hier passt auch, oder? Ja, okay.
dann ist das euer wahres Ich. Ja. Wahrscheinlich wird es nochmal eine Cutscene kommen. Aber das Spiel speichert. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Lacht mich nicht aus, ihr alten Schachteln. Das ist sehr unhöflich. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going. Aber es wirkt echt auf mich im Moment so, oh, I'll fool you no als longer. Würde das Spiel deutlich mehr auf seine deutlich mehr Wert auf seine Erzählung legen als die Vorgänger. Over and over again. So soll's ja auch sein. Ich würde es nicht spielen, wenn ich nicht auch sterben wollen würde. Ich finde es schön, dass es einem gleich schon hier am Anfang des Spiels so... Du wirst sterben. Batsch. Einfach mal ins Gesicht drücken. Oh! Ah! Das sind jetzt die Bonuswaffen, die ich gedownloadet habe. Sie haben eine Trophäe verdient. Verlorene Erinnerung. Ich werde mir die Achievements noch nicht angucken, weil ich Angst habe, dass sie spoilern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah ja, jetzt habe ich auch wieder volles Life. Sie haben also tatsächlich wieder den Demon's Souls Aspekt reingekriegt. Ich kann euch jetzt schon sagen, das wird nicht einfach. Aber ich will ja auch nicht, dass es einfach wird. 10 Lebenssteine. Jetzt gucken wir uns nochmal unsere Ausrüstung an. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Zähler da ist. Wir haben ein Kurzschwert plus 1 und ein Skimitar plus 1. 10 Lebenssteine kann ich mir. Ich kann mir doch bestimmt wieder unter Inventar und Infos anzeigen. Kleiner Stein aus kristallisierten Seelen. Stell deine geringe TP-Menge nach und nach wieder her. Oh, nach und nach. Diese Objekte werden oft bei zurückgelassenen Leichen gefunden, als wären sie Überreste der Seele. Das ist schon mal gut zu wissen. Haben wir denn hier ein unbekanntes versteinertes Objekt, angenehm zu berühren, trotz seines Aussehens? Ganz sicher ein seltenes und seltsames Ding, doch eines ohne bekannten Zweck. Ich bin gespannt. Und hier haben wir jetzt die ganzen Waffen, die ich wahrscheinlich noch nicht benutzen möchte, denn ich... Oder? Ja gut, so übermächtig sind die vom Schaden her gar nicht. Die könnte man nicht... Wir werden uns das angucken. Aber erst im nächsten Part. Denn für diesen Part sage ich jetzt erstmal Tschüssikowski und im nächsten Part werden wir uns ins neue Abenteuer stürzen. Seid dabei, verpasst es nicht. Und ich sag, ich hätte jetzt erst Tschüssikowski sagen sollen. Ah, naja, sage ich es nochmal. Tschüssikowski, euer Pargut.